Hallo Freunde des Glaskastens, bevor es gleich losgeht, wer weiß, welche Baureihe auch Glaskasten genannt wird? Die Auflösung gibt es später. Dies ist Spurendlich Stadt H0 mit den Spurend-Nachrichten vom 13. November 2020. Ich begrüße euch herzlich zur ersten Folge der Spurend-Nachrichten. Wenn euch dieser Prototyp einer Sendung gefällt und ihr das in Zukunft häufiger sehen und hören wollt, dann zeigt mir das doch mit einem Daumen nach oben unter dem Video. Wenn ihr keine Spurend-Nachrichten sehen wollt und euch das nicht gefällt, was ich hier mache, zeigt es mir doch einfach schonungslos mit einem Daumen nach unten. Aber ich freue mich natürlich auch über Kommentare und Anregungen zu dieser ersten Ausgabe. Dies ist übrigens keine Kopie des ebenfalls recht neuen Telegram-Videoformats von Matthias Slowik, das ich euch übrigens sehr empfehlen möchte. Den Link findet ihr oben rechts in der Infokarte. Übrigens, Matthias und ich haben uns schon ausgetauscht und er freut sich auf diese erste Ausgabe von mir. Fleischmanns neue BR 120 ist jetzt im Handel erhältlich. Die Diesellokomotive der Deutschen Reichsbahn ist ab sofort in der digitalen Version mit Sounddecoder bei eurem Händler verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 254,90 Euro und kann unter der Artikelnummer 725292 bei dem Händler eures Vertrauens erworben werden. Eine analoge Version wird später folgen und wird für 169,90 Euro erhältlich sein. Seit dieser Woche ist der neue Thales BPA von Kato für die Spur N da. Die Thales-Version basiert auf dem TGW Réseau, jedoch gibt es einige Veränderungen am Modell. Neu sind die Wi-Fi-Antennen auf dem zweiten und achten Mittelwagen. Auch die Kupplung zwischen dem Triebkopf und dem ersten Wagen ist neu. Dort ist jetzt eine Schaku verbaut, die das Kuppeln extrem erleichtert. Die neue Kupplung ist auch als Ersatzteil verfügbar und passt in alle vorangegangenen TGW und Eurostar Baureihen. Ausnahme ist nur der Atlantik. Hobbytrain hat eine BR 110.3 mit durchgehendem Lüfterband angekündigt. Damit komplettiert der Hersteller die Serie dieses Klassikers der Deutschen Bundesbahn. Der Formbau ist bereits abgeschlossen und man arbeitet aktuell an der korrekten Dekoration aller Details und dem Test der neuen Platine. Es wird darauf verwiesen, dass die hier noch gezeigten Muster nicht der endgültigen Ausführung der Modelle entsprechen und einige Farben noch korrigiert werden. Zudem sind auch noch nicht die passenden Drehgestelle verbaut. Für die Fans und Sammler von Atherns amerikanischen Lokomotiven und Waggons gilt es jetzt beim Händler des Vertrauens vorbeizuschauen. Bis Ende November muss dieser die Neuheiten für das Jahr 2021 bestellen, damit diese dann auch geliefert werden können. Angekündigt sind aktuell Varianten verschiedener 60 Fuß Autobox-Waggons sowie Flatcars. Vertrieben wird Athern in Europa von Noch, sodass fast jeder Noch-Händler die Vorbestellung für euch tätigen kann. In diesem November gibt es eine Formneuheit von Pico. Die neu konstruierten Personenwagen EW1 der SBB sind nun im Handel. Pico gibt an, scharfe und äußerst präzise Gravuren sowie eine sehr feine Lackierung und Bedruckung umgesetzt zu haben. Wie zu erwarten war, gibt es auch eine passende Innenbeleuchtung mit einem LED-Beleuchtungsbausatz. Das Monatsgebäude November in Spur N von Faller ist die Burgapotheke. Das dreistöckige weiße Altstadthaus mit Fachwerkelementen an drei Fassadenseiten, einem Treppenhausanbau und einem Krüppelwalmdach mit Gauben kann ab der Epoche 2 eingesetzt werden. Der Spezialist RTS Greenkeeper für elektrostatische Begrasung hat für die Spur N ein paar neue Farbvarianten der Grasfasern auf den Markt gebracht. 4 weitere Farben sind nun in 1 mm Länge erhältlich. Mit dem modularen Stecksystem für Bahnsteige und Arkaden für die Spur 0 sorgte Manuel Engel von Modellbahn Engel vor einigen Jahren für große Aufmerksamkeit. In den letzten Jahren baute Engel das Sortiment um die Spur H0 und TT aus. Nun folgt auch endlich die Spur N. Über 230 verschiedene Artikel wird es für die Spur N Bahnsteige geben, die sich modular und individuell für die eigenen Bedürfnisse zusammenstellen lassen. 3 verschiedene Bahnsteigbreiten sowie verschiedene Höhen sind am Anfang verfügbar. Als Vorlage für die Ausarbeitung wurden die hervorragend detaillierten Bahnsteige aus der Spur H0 genommen und runterskaliert.
Es gibt sowohl moderne Bahnsteige mit Blindenleitsystem für die Zeit ab Epoche 4, aber natürlich auch Bahnsteige ohne diese feinen Details, die ab Epoche 2 eingesetzt werden können. Während die nun erhältlichen Bahnsteige für das Fleischmann-Piccolo-Gleis sowie für Mini-Trix- und Fleischmann-Schwellengleise optimiert wurden, sind nach Auskunft von Manuel Engel bereits Ausführungen für Peco-Gleise in der Entwicklung. Auch das aus den großen Spuren bekannte modulare Arkadensystem ist nun in Spur N erhältlich, welches eine hervorragende Möglichkeit bietet, individuelle Arkaden auf der eigenen Anlage zu realisieren. Der Vertrieb der Spur N-Produkte erfolgt in Kürze nicht nur über den eigenen Webshop, sondern auch über spurnteile.de. Ohne Märklin, ohne mich heißt die neue Videokampagne pünktlich zur Weihnachtszeit und trifft damit das alljährlich wieder zum Winter stark ansteigende Interesse von Vätern, Kindern und natürlich ganzen Familien für die Modelleisenbahn. Das Video ist schon ungewöhnlich für Märklin und daher schon sehenswert. Gut, was kann noch weg? Oh ja, Verschwindibus. Das Zauberwort ist kaum gesagt, die Bahn ist fort. Den Link gibt es oben rechts in der Infocard oder auch in der Videobeschreibung. Wie gefällt euch das Video? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Um noch mehr für unser Hobby zu begeistern, hat Märklin und Trix auf deren Homepage kostenlose Gutscheine im Wert von bis zu 80 Euro im Angebot. Wer sich online für den Gutschein registriert, kann eine von drei digitalen Startpackungen um bis zu 80 Euro günstiger erwerben. Das Schöne dabei, dieser Gutschein gilt auch beim lokalen Fachhändler des Vertrauens. Bedauerlicherweise gilt der Gutschein aber nicht für ein Spur-N-Anfängerset. Märklin muss sich die Frage gefallen lassen, warum man Minitrix aus dieser ansonsten schönen Aktion außen vor gelassen hat. Es ist schade, dass der Konzern mit dieser Aktion verpasst, auf die Spur-N im eigenen Haus aufmerksam zu machen. Vielleicht braucht es kein Minitrix unter dem Tannenbaum, sondern Fleischmann. Ist das vielleicht die Aussage von Märklin und Minitrix? Vom Pausenfüller zur Kultserie. Das ist in vier Worten die Geschichte der Eisenbahnromantik-TV-Serie, die Ende Oktober ihre 1000. Folge senden sollte. Leider wurde diese aufgrund aktueller politischer Ereignisse um eine Woche nach hinten verschoben. Wer einen Blick hinter die Kulissen von Eisenbahnromantik werfen mag, dem sei die 1000. Folge ans Herz gelegt, die nun auch auf dem YouTube-Kanal des SWR angeschaut werden kann. Den Link gibt es wieder oben rechts in der Infokarte. Seit Mitte September diesen Jahres hat Mr. Eisenbahnromantik, gemeint ist natürlich Hagen von Ortloff, einen neuen eigenen YouTube-Kanal. Unter den Namen Revo Lutz und Hägerli präsentiert Hagen mit seinem Freund Lutz mal in einer ganz anderen, kurzen und unterhaltsamen Form Videos rund um die Modelleisenbahn. Ein Klick auf die Infokarte oben rechts lohnt sich und wir sind gespannt, was uns auf dem Kanal noch erwarten wird. Der Lockdown des Miniaturwunderland tut weh. Die folgende Szene ist wirklich nur für hartgesottene Modelleisenbahner zu ertragen. Nicht nur für Fans der Wuppertaler Schwebebahn sehenswert, ist ein Vergleich von einer Fahrt aus dem Jahr 1902 mit einer aus dem Jahr 2015. Ein YouTuber hat dazu beide Fahrten nebeneinander gelegt, sodass man sehr gut sehen kann, wie sich alles rund um die Schwebebahn in den 113 Jahren verändert hat. Den Link gibt es rechts oben in der Infokarte oder in der Videobeschreibung. Und nun die Auflösung vom Rätsel des Anfangs. Welche Lokomotive heißt Glaskasten? Die Lokomotiven der Gattung PTL-2-2 der Bayerischen Staatsbahn waren leichte und kompakte Heißdampflokomotiven für den Betrieb auf Lokalbahnen. Insgesamt gab es drei Bauarten, von denen zwei als Baureihe 983 noch zur Deutschen Reichsbahn und sogar zur Deutschen Bundesbahn gelangten. Die Lokomotiven hatten ein großes Führerhaus mit je drei Fenstern auf jeder Seite, das bis auf die Rauchkammern den gesamten Kessel umschloss. Diese Eigenart brachte den Lokomotiven in Südbayern den Beinamen Glaskasten ein. Das war sie, die erste Folge der Spur-N-Nachrichten. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch ein Abo da. Und ich freue mich über einen Daumen hoch. Natürlich bin ich auch gespannt auf eure Kommentare und Anregungen. Bis zum nächsten Mal, euer Christian von Spurendlich statt Handeln.